Jetzt schaut euch mal diesen Ferrari von Gefährt an. Normalerweise fährt man eher mit solchem Zeug im Senegal rum. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg von Saint-Louis in die Hauptstadt Dakar. Wir befinden uns in der aktuellen Serie auf dem afrikanischen Kontinent, und zwar genauer in Senegal. In der letzten Folge sind wir von Rosso, dem Grenzübertritt zu Mauretanien, Richtung Saint-Louis gefahren. Und in der aktuellen Folge werden wir von Saint-Louis Richtung Hauptstadt Dakar aufbrechen. Auf dem Weg hält unser Fahrer an diesem riesigen Baobab, und wisst ihr, dass dieser Baum eigentlich gar nicht ausgestorben oder tot ist, sondern tatsächlich lebt und die Leute einfach die Früchte und die Blätter dieses Baumes abernten und der Saft davon ist absolut exzellent. Die Straßen zwischen Saint-Louis und Dakar werden gerade neu gemacht, denn sie sind eine wichtige Verkehrsroute und somit geht zum Glück etwas afrikanisches Feeling beim Autofahren verloren. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber seit 1400 Kilometern habe ich keinen richtigen Laden mehr gesehen. Dieser hier ist ordentlich aufgeräumt und hat sogar ein Kassensystem. Wenn man bezahlt, gibt es sogar einen Beleg. Da habe ich mich nicht lumpen lassen und natürlich gleich bio, glutenfrei und sojafrei gekauft. Wenn man in Dakar einfährt, dann fängt das Verkehrschaos erst richtig an und findige Händler nutzen das natürlich und drehen euch diverse Waren an. Wie wär's zum Beispiel mit einer Wanduhr? Einer Landkarte vom Senegal? Eine neue Sonnenbrille? Oder ganz neu im Angebot, ein Keyboard. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, wenn man sich für Afrika entscheidet für seinen Urlaub, dann geht man doch nicht in einen 5-Sterne-Bunker mit diesen üblen Eingangsbereichen, diesen perfekt organisierten Restaurants und na, ich finde einfach, Afrika muss immer voll in die Fresse sein. Aber ganz ehrlich, nach 1500 Kilometern ist so ein 5-Sterne-Bunker ziemlich geil. Am nächsten Morgen ging es früh los, um auf die Insel Île de Gorée zu gelangen. Dort sollen angeblich Sklaven gehandelt worden sein. So oder so, die UNESCO hat es zum Kulturerbe ernannt, nicht wegen des Sklavenhandels natürlich, sondern vielmehr wegen der Architektur. Für einige war das allerdings ein bisschen zu früh. Angeblich soll es hier noch irgendwo einen Baobab-Baum geben. Den habe ich allerdings nicht gefunden, vielmehr eine wunderschöne Küste. Da der Senegal erst 1960 unabhängig wurde, gehörte Île de Gorée im Zweiten Weltkrieg noch zu Frankreich. Dieses Geschütz hier konnte angeblich bis zu 40 Kilometer in den Pazifik hineinfeuern. Warum es eine gute Idee ist, mit der allerersten Fähre auf die Île de Gorée zu kommen, sieht man hier. Das ist nämlich die 10 Uhr Fähre und sie ist gerappelt voll mit Touristen. Deshalb schnell weg und ab ins Musée Théodore Monod d'Art Africain.
Hier werden Kulturgegenstände ausgestellt, wie zum Beispiel Masken, die in ganz Westafrika getragen werden, wie zum Beispiel in Mali, Burkina Faso, dem Senegal oder auch der Elfenbeinküste. Unbedingt gesehen muss man auch das Monument de la Renaissance africaine. Eine 49 Meter hohe Bronzestatue, die sogar höher ist als die Christusstatue in Rio und die Freiheitsstatue in den USA. Mit Land und Leuten verändert sich auch die Bauweise von religiösen Gebäuden. Hier beispielsweise eine Moschee und hier eine Kirche. In dieser wurde gerade eine Messe gefeiert und die Kirche brach aus allen Nähten heraus. Und als der Gottesdienst vorbei war, war pures Chaos auf der Straße. Eigentlich wollte ich nur kurz ins Museum der senegalesischen Armee. Aber dann habe ich Captain Idrissa Sani kennengelernt. Der Captain der senegalesischen Armee hat unter anderem 180 Mann im Kongo-Konflikt kommandiert, war im Südsudan stationiert sowie im zentralafrikanischen Konflikt. Des Weiteren spricht dieser Mann 7 Sprachen, neben Englisch, Französisch, Griechisch, auch Deutsch und 3 weitere afrikanische Sprachen. Man muss verstehen, dass der Senegal wirtschaftlich sowie militärisch eine der Mächte ist in ganz Afrika. Als säkulärer Staat garantiert er für den schwarzen Kontinent Frieden und Freiheit und ist ein gern gesehener Partner im Westen sowie in China. Mit Menschen wie Captain Idrissa Sani kann Afrika in eine starke und stabile Zukunft blicken. Idrissa hat mir dann auch noch erklärt, dass der Präsident dem General die Anzahl Sterne vergibt. So muss der aktuelle General ein ziemlich hochdotierter Mann sein, denn er ist der einzige und erste General, der jemals 5 Sterne bekommen hat. Und zurück im Touristenbunker ist etwas Wunderbares passiert. Rund 1000 Adler haben sich zum abendlichen Tanz verabredet. Aber seht selbst.